Universum. Du wirst dir wahrscheinlich wünschen, du wärst mir nie begegnet. Mensch, der existiert wohl gar nicht. Was, Chris? Möchte nicht drauf wetten, wo Lenny das nächste Mal auftaucht. Wenn Kane Pink Lenny erwischt, wird er ihn in Stücke reißen. Dann können wir uns seine Einzelteile aus ganz Illinois zusammensuchen. Also was genau weiß Lenny? Bring mir Lenny. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Vasquez, komm zurück und dann bist du dran. Willkommen zu Let's Test Driver 2. Kurz schauen, was wir hier so als Option haben. Ja, alles in Ordnung. Gameplay, Schwierigkeitsgrad, Mittel. Oder leicht? Wir nehmen leicht. Nee, Mittel. Entschuldigung. Untertitel 1. Vibration 1. Controller. Die Tastenbelegung vom ersten PlayStation Controller bzw. dem zweiten. Der erste hat ja noch keine Joysticks. Gut. Alles in Ordnung, Geheimnis. Noch nichts freigespielt. Das sind ja die Cheats. Und jetzt will ich mal schauen. Einstellungen speichern. Nee, ich spiele ja sehr einmalig hier zum Testen. Also ich besitze es ja schon, aber deshalb lege ich jetzt nicht keinen Spielstand an. Fahrspiele. Verfolgung, Flucht, typisch Driver, Spritztour, offene Fahrt, wir gehen. Und hier der Filmmodus, wir haben noch nichts, doch, aber vorgerendert, da will ich nichts. Wir starten mal die Geschichte. Neues Spiel. Ja, der Auftrag ist schon mal klar. Soweit. Wird geladen. Eines der häufigsten Bildschirme in Driver. Ne, nicht so schlimm. Ja, da man sowieso nichts viel versteht. Nein, euer Fernseher ist nicht kaputt. Und ja, die Synchronstimmen, das gelabernde Untertitel stimmt nicht zu überein. Gut, das Merkmal von Driver. Ich sehe gerade das. Irgendwie ist hier was mit der Grafik nicht in Ordnung. Keine Ahnung warum. Wir steigen mal ein. Kurzer Schnitt, da ihr seht, muss ich die CD noch ein bisschen reinigen. Ja, wir gehen mal dem Auftrag nach. Ihr seht unten rechts die Karte mit dem großen schattigen Pfeil, der uns in die richtige Richtung weisen soll. Wo sind wir eigentlich? Ich weiß gar nicht, Karte. Chicago. Wir sind in Chicago. Gut. Dann mal zum ersten Dingens. Ja, ihr seht, Driver 2 ist... Ja, wisst ihr was? Ich erkläre es euch. Wenn ich das offene Spiel habe, ich spiele hier kurz zwei Missionen, um euch das ganz kurz zu zeigen, wie die Story-Mission vorangeht und
erkläre euch in der offenen Welt, was zu tun ist. Wie gesagt, nein, YouTube ist nicht defekt und ja, das war Grafikdaten mal. Jetzt weiß ich gar nicht mal mehr, wann das Spiel erschien. Also in welchem Jahr, aber in der nächsten Zwischensequenz werde ich es kurz nachschauen. Aber ja, das CD-Cover neben mir stehen und liegen. Ja, die Steuerung ist einwandfrei. Und ich würde sagen, abgesehen von einem kleinen Ruckler jetzt hier, ja. Es ist halt PlayStation. Da war noch nichts mit HD, da war noch nichts mit 60 Bilder pro Sekunde. Das war dazu mal üblich und wir haben es geliebt. Ihr seht auch gut oben links Schaden und unten links Verbrechenanzeige. Wir haben noch keine Verbrechen verbrochen, also jetzt die Zeichenansicht einmalig in Driver mit den linken, rechten und beiden Schultertasten. Oh! Ja, gut. Das Spiel hat so eine Arcade-Steuerung, aber es ist doch so realistisch genug, dass es wahnsinnig Spaß macht. Ihr habt doch gesehen, man kann alles anders als im Vorgänger aus- und einsteigen, das Auto wechseln. Die Passanten fliehen automatisch, das ist sauber. Ja, Driver konnte sich das nie leisten, da man als Polizist unterwegs ist, darf man niemandem schaden. Steigen Jones Wagen, das ist der afroamerikanische Kumpel von uns. Ne, Moment. Hä? Ach so, ich hab alles klar, ich hab zu viel Zeit gebraucht. Ihr seht, es gibt ein Zeitlimit. Und wenn ich mich recht entsinne, muss man, glaube ich, die Wiederholung, die Zwischensequenz immer anschauen. Egal wie lang oder kurz sie ist, das ist ein großer Negativpunkt der Driver-Serie oder Driver 2. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel macht Spaß und ich persönlich habe eine enge Bindung zu dem Spiel und das erkläre ich euch danach im offenen Spiel. Ja, anscheinend ist das Flimmern allgegenwärtig, am Anfang zumindest. Sollte zwar nicht sein, aber ja, jetzt ist es wieder gut. Ich dachte wirklich, es läge an der CD. Gut, wir geben Gas. Wir müssen in weniger als 3 Minuten müssen wir beim Auftraggeber sein. Und ich kann euch schon sagen, das Spiel hat einen ziemlichen Schwierigkeitsgrad. Man muss es spielen können. Sonst schaut man in die Röhre. Aber nichtsdestotrotz, ich liebe dieses Spiel und werde euch später noch erklären, warum, auch wenn es vielleicht ein bisschen ein längeres Let's Test gibt. Übrigens, ich werde jetzt ein kleines Päuschen machen mit dem Let's Test. Da wenn ich jede Woche ein Let's Test mache, habe ich langsam ein bisschen Bedenken, ob ich genügend Spiele habe, die ich Let's Testen kann. Denn solange der Vorrat nicht abschwächt, möchte ich das nutzen, um, ja, dass ich immer wieder ein bisschen was habe. Ich wollte jetzt eigentlich schon pausieren, aber Driver 2 will ich euch noch zeigen. Ganz klar. Wir gehen da lang. Gegensteuer. Gegensteuer. Musik ist gut. Gefällt mir. Das Grüne und... Na, sind wir schon da? Sind wir bald da? Wir sind durch das Grün, das
grün zu blümliche Blüme, Blümchen grün und blüm. Ah, Kollisionsabfrage, einwandfrei. Gut, diesmal haben wir Zeit, Bremsen! Aussteigen! Ganz still stehen. Moment. Dann steige ich jetzt aus. Muss ich doch jetzt also noch kurz nachschauen? Ja, wie? Wie denn? So nicht. Ach ja, oben und Dreieck. Bin mir gar nicht mehr gewohnt. Einsteigen. Gut! Zeug ist noch hier. Nee, fortsetzen. Jo! Die Geschichte kann ich ja eigentlich erklären. Wenn da nicht wieder ein Zwischensequenzchen kommt. Ja. Vasquez! In der Mitte! Mit den breiten Schultern. Und der fetten Sonnenbrille. Er haut ab. Gut, wir müssen verfolgen, ob wir schaffen oder nicht. Sehen wir dann. Oh, wir müssen Gas geben. Burnout. Jetzt habe ich total. Decision-Sequenz. Ja gut, war ja eh. Gut, ihr seht. Jetzt will ich erst ganz kurz nachschauen. Momentchen. 2000. Ups, Entschuldigung. Und mein Auge juckt mich auch. So. Alles klar. Gut, ich würde sagen, die Mission, ja, es ist eine Verfolgungsmission, was will man da groß sagen? Deshalb beenden wir das und ich zeige euch mal das Kernstück für mich, was es geht für mich. Spritztour, ihr seht, Chicago, Havanna, wir nehmen Chicago. Tag und Nacht, wir nehmen Nacht und das Auto, glaube ich, können wir auch noch wählen, ja. Vorheriger, alle Autos und man kann suchen bzw. finden. Irgendwo sind die versteckt, kann man heute im Internet nachschauen, wo die versteckten Autos sind. Und ja, die Geschichte, Driver 1. War ja zu Zeiten, als Grand Theft Auto noch von oben zu spielen war, war Driver 1 ein Highlight, da man 3D fahren konnte. Und natürlich folgt auf ein grandioses Spiel die Fortsetzung in Form von Driver 2. Komplexer, wirklich echte Geschichte. Tanner mit Komplize Jones. Undercover-Agenten und müssen Vasquez verfolgen. Und so viel zu spoilern: Vasquez Handlanger ist Jericho, der mit den fetten Women und dem schwarzen Umhang, also Mantel, ja. Und am Anfang von Driver 3 erschießt Jericho Vasquez und er wird danach zum Oberbösewicht. Driver Parallel Lines, das ich letztens trashed habe, spielt ja eine andere Geschichte von TK und das hat nichts mit Tanner zu tun. Driver San Francisco wiederum wird Tanner von Jericho angegriffen, verfällt ins Koma und erlebt alles quasi im Koma. Deshalb auch die Shift-Funktion, das Auto wechseln per Gedanken, aber naja, das lassen wir mal so stehen. Das
vielleicht auch mal ein Let's Test werden oder so. Jetzt nah genug an die Bullen heran. Ja, die verfolgen uns. Und die sind mindestens so hart wie in der Grand Theft Auto Serie, wenn ich noch härter. Aber ich nehme es vorne weg. Wir müssen also durch die halbe Paris hier Vasquez verfolgen. Und das ist eigentlich die Handlung des Spiels. Und ihr seht, die Polizei hier ist wirklich hart. Die Cops sind hart. Auch wenn sie leicht kaputt gehen. Ja, ein bisschen Slalom fahren. Hier durch. Und nichts mehr da. Ja, damals war das so. Mann, hau doch ab. Mein Auto ist Schrott. Gut, Neustart. Ja, ihr seht vielleicht im Spiel nicht an, aber damals war das ein Highlight, dieses Spiel. Ich meine, heute, wo wir so verwöhnt werden von Grand Theft Auto und Konsorten, aber damals war das ein Highlight. Ja. Und... Jo. Ist doch erstaunlich, wie sich die Grafik innerhalb von 15 Jahren entwickeln kann, oder? Wahnsinn! Übrigens, es gibt hier auch Zugbrücken. Man kann also Schanzen, Stunts machen und und. Gut, sie werden nicht gewertet oder so, aber gut. Gut, ich denke, wir haben Chicago gesehen. Wir gehen in die zweite Stadt von vier. Die anderen habe ich noch nicht freigespielt. Macht ja nichts. Ihr geht nach Kuba und da erzähle ich euch, was das Spiel für mich bedeutet, wenn es mich jetzt nicht wieder am Auge juckt. Havanna! Tag! Und das Auto ist alte Amischleudern. Wir nehmen das hier. Und ja, es hat für mich einen enormen persönlichen Bezug, dieses Spiel. Nee, keine tragische Geschichte, keine Sorge. Das ist Jericho. Genau. Jo. Alter, warum bin ich heute so müde? Es ist doch Tag und Samstag. Keine Ahnung. Na? Havanna. Und Havanna ist groß, Havanna ist schön. Sobald ich hier was Gescheites finde, kennt ihr das, wenn euch das Auge brennt und ihr den Schmalz rausholen müsst? Ja, so ging es mir gerade. Hier seht ihr alles die gleichen Autos und das, was ich eigentlich will. Nämlich den alten VW Bulli. Ihr könnt das Auto wechseln. Denn er bewegt sich wie hier und die. Na, dann wieder rein. Wieder rein. Ach komm schon. Tu doch nicht so. Ich bin mir das echt nicht mehr gewohnt. Hä? Abgeschlossen? Nee. Terratter, töte das? Der ist nicht schnell, aber behäbig und schön. Ich als alter VW-Fan. Ja, die Bullen. Schön vorbeizischen. Gut. Ja, warum ist Driver 2 und dieses Level, also diese Strecke hier, so besonders für mich? Ganz einfach. Ich kann euch hier was zeigen. Die Karte. Ja, für heutige Verhältnisse klein, aber damals war das gigantisch. Ich fahre mal hier ein wenig herum. Gegen Westen und erkläre euch, was ich damals gemacht habe. Es ist Wochenende, Samstag. Ich habe nichts zu tun, außer dass ich mir vornehme, ein bisschen zu chillen. Ich lege Driver 2 ein, spiele das Level hier
nehme eine CD und höre Musik über Kopfhörer. Titio, eine Sängerin, kaum noch bekannt, glaube ich, mit ihrem Hit Come Along. Hab das rauf und runter gehört zu diesem Spiel. Und ja, die Polizei ist aktiv, wenn man will. Und habe mir wirklich das Kuba hier, das fiktive Kuba, ein bisschen erkundet. Und da konnte ich wirklich Tage damit verbringen, hier voll gechillt ein bisschen herumzukruisen. Nein, ich nehme keine Drogen, nehme ich nie, außer Bier, Wein, hat sich's. Aber hier herumzukruisen war die absolute Entspannung. Ich konnte und könnte es vielleicht heute noch tagelang machen. Stundenlang hier herumcruisen mit der Musik im Ohr. Wo bin ich denn jetzt? Bin völlig weg. Gut, ich weiß, wo ich hin will. Und man, hier gibt es ein großes Stadion. Wenn wir Zeit haben, gehe ich das auch noch besichtigen. Da ist ein Auto versteckt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, die Autos sind versteckt hier. Und kann man freischalten. Aber da ich nicht abspeichere, speichere ich die nicht ab, aber wir suchen sie. Wir suchen sicher ein Auto. Ja. Ihr seht, wenn man genügend Anlauf holt, kann man hier auch mal ein bisschen Stunts machen. Gut, ich glaube, der VW Bulli hier ist so langsam, dass uns bei Vollgas die Polizei gar nicht bemerkt, da er so langsam ist. Aber es ist so voll chillig hier mit dem herumzucruisen. Es macht Spaß wie dazu mal vor über 10 Jahren. Und ihr seht auch, ja, doch, die haben uns bemerkt. Ja. Ist ja gut, ich glaub's dir, bist ein ganz fieser, bist ein guter Bulli, ja, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, 2, okay, ist was, ihr nervt, eins ist schon mal hin, wenn man es ganz geschickt macht, dann ist das Auto wechseln, denn die Verbrechen sind somit gelöscht. Ich nehme mal das nächste Auto, ein Bulli und der läuft sogar noch. Ist da jemand drin? Komm schon, ich will da rein. Ja, man muss wirklich darauf halten, das ist nicht wie bei den heutigen Spielen. So, genau, ja, nach links, ihr könnt ja mal versuchen, Driver 2 und die Musik, die euch gefällt, und da wirklich stundenlang herumzukursen, eure Verfolgungsjagden liefern mit der Polizei, wenn ihr die ein bisschen rammt, können die wirklich schnell besiegt werden, aber da wir während der Fahrt, während der Verfolgung nicht aussteigen dürfen. Ich nehme die Abkürzung hier. Ja, muss man da schon ziemlich vorsichtig sein. Ihr seht da unten, die Polizei hat eben einen Radius, ein Blickfeld, und solange wir den nicht betreten, können die uns auch nichts anhaben. Und Driver Serie war schon immer bekannt, dass das Schadensmodell sichtbar ist. Die Steuerung ist einwandfrei, gibt's nichts zu meckern. Nee. Und wo muss ich jetzt lang? Ja, gut. Nächste
erste Abbiegung links. Ich fahre mal hier behäbig an den Bullen vorbei. Nee, das lohnt sich gar nicht mehr. Ich wechsle die Spur. Fahre. Die dürfen mich nur nicht anzwitschern, sonst habe ich Stress hier. Gut. Der sieht mich nicht mehr. Ich wechsle die Streifen. Die Spur. Und schauen, was es hier so gibt. Hier wohnt anscheinend jemand. Ja, ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt, aber damals war das Grafik. Damals war das episch. Heute lockt man damit niemanden mehr hervor. Aber damals konnte man auch mit Kollegen zusammen Wochenenden verbringen und hier herumcruisen. Und das ist für mich das, was die Driver-Serie ausmacht. Ciao! Na, kommt man hier rein? Glaube ich schon. Auch wisst ihr, wie man hupt? Moment. Anbremse. Aussteigen vielleicht? Ich weiß, hier geht's rein. Weg davon. So. Nix. Ich dachte, da ging's rein. Macht nix. Jetzt will ich das doch noch kurz. Gar nix. Kein Eintritt. Irgendwo rum. Wisst ihr was? Ist schon gut. Ich weiß, wo es ganz sicher ein Auto gibt. Das weiß ich 200%ig. Schauen, was hier rundherum noch so ist. Ja, wenn ich mal Driver 1 Let's Play, werde ich es auch nochmal sagen. Die Steuerung ist wirklich fantastisch. Man hat da damals die PlayStation 1 noch kein berührungsintensive Knöpfe hatte. Moment. Was war das? Hä? Da war doch was. Ja. Was ist hier? Seht ihr das? Hier. Aha. Wo sie doch irgendwo ist. Hier etwas. Wenn ich jetzt nur noch genau davor stehen könnte. Ha! Ihr habt's doch gewusst. Da ist was. Jetzt habe ich kein Auto mehr. Kleiner Bug. Na dann rennen wir. Ja, das heißt, ein Burnout macht man mit der Kreistaste, aussteigen geht mit Dreieck oben, zusammendrücken und. Und anders als bei Driver Parallel Lines ist hier wirklich was los. Na, was findet man hier? Und wenn man nicht nach oben drücken will, um zu rennen, kann man auch Gas geben, dann rennt der Tenner auch. Jetzt geht's hier runter. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hab zu nah am Schalter geparkt. Und gibt's hier was? Da nix. Und hier? Labyrinth. Ja, als wär's gestern gewesen. Weiß ich hier noch fast alles. Ist hier das Auto? Mann, wie weit geht das hier noch? Jetzt aber. Hier soll doch was sein.
Na? Oh Mann. Tiefgarage. Alter Schwede. Geh zu Ikea. Fass. Mach ein Fass auf. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Bin ich zu weit. Na, macht ja nichts. Also wenn ich dieses Auto nicht finde, wäre es kein Drama. Nee, nee. Aber ich weiß, dass hier was ist. Denn wieso sollte hier was versteckt sein, wenn nichts wäre? Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich das Auto nicht mehr habe. Es ist natürlich schneller gegangen. Wobei hier so... ja eh nicht mehr auf Schritttempo fahren, wenn das hier so rein und um die Ecke geht. Aber gut. Wir gehen die Meile entlang, die Meile entlang, die Meile entlang. Ist hier das Autoschen? Irgendwo ist ein Auto, das weiß ich. Wenn es hier nicht ist, weiß ich noch ein anderes Wegelchen. Ganz sicher. Übrigens, wenn ihr das freigespielt habt, ja, ihr habt es nur temporär. Wenn ihr, glaube ich, abspeichert, ich weiß nicht, ob man das abspeichern kann. Mann, kein Auto hier? Ich glaub's ja nicht. Sollte doch was sein. Ich muss nur aufpassen, dass ich mir nicht... dass ich mir hier nicht verlaufen tue. Okay, ich glaube, ich bin... ich gebe ihr zurück. Okay. Nee, nee, ich glaube, jetzt weiß ich, was es ist. Ich glaube, man kommt dann wieder raus. Gut, dann eben... hä? Ach so, gut, ich dachte, ich bin wirklich richtig gelegen. Gut, tut mir wirklich leid, ich gehe nochmal den Weg, schneide es kurz rein. Gut, man kommt von da, geht darüber und ist jetzt hier. Und ich will jetzt noch schauen, was hier hinten ist. Aber ich glaube nichts. Nö. Nö, nö, also, gehen wir mal runter. Gibt's hier auch nicht viel? Hä? Irgendwie sollte hier was sein, aber wenn ich es hier nicht finde, dann leck mich doch, gehe ich halt nach draußen. Ja, tut mir leid, hier. Das könnte ich jetzt stundenlang suchen, aber naja. Wenn ihr wollt, dass ich das unbedingt mal schaue, könnt ihr in die Kommis schreiben und dann suche ich das mal. Aber da ich das jetzt nicht will, gehe ich nach draußen und wir sehen uns gleich wieder. So. Kurz schauen, wo das Stadion ist. Wo ist das Stadion? Na, wo ist das? Havanna, Costa, Tunnel. Irgendwo sollte ein Stadion sein. Irgendwo. Aber wo? That's the question. Ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir machen es anders. Ich fahre ein bisschen in der Gegend rum und schauen, wo es uns hinführt. Denn irgendwie sehe ich das Stadion nirgends. Das macht eigentlich auch nichts. Nee, ich finde es wirklich nicht mehr. Ja, das ist jetzt schon
ziemlich lange her. Wisst ihr was? Nee, aber wo ist das wirklich nirgends mehr? Universität. Also vor 10 Jahren hätte ich es noch gewusst. Naja, dann eben einfach Richtung Osten. Richtung Osten. Geradeaus, genau. Ist auch mit dem schnelleren Kaff. Mit dem schnelleren Auto. Sind wir auch ein bisschen schneller unterwegs. Nur einfach aufpassen, dass hier die Bullen nicht unseren Weg kreuzen. Oder uns anständig verhalten. Und ihr seht auch, es gibt massig Alternativwege. Wisst ihr was, der kann mich bald mal. Geht der, wo geht der hin? Der geht dahin, gut. Soll er. Ja, wie ist das, wenn man ein Auto frei spielt? Man spielt es eben frei und man hat es dann in der Auswahl. Aber ich müsste das jetzt mal nachschauen, aber das tue ich jetzt nicht mehr. Wir fahren ein bisschen herum. Ich zeige euch die Stadt. Es ist wirklich, auch wenn es nur virtuell ist, schön herumzucruisen. Es macht Spaß, wie dazu mal. Ach ja, ein Easter Egg wollte ich euch noch zeigen, wenn es dann geht. Geh weg da! Ich will euch jetzt was zeigen. Nämlich das hier. Ich will fahren. So. Das ist doch mal ein Easter Egg, oder? So. Übrigens, was ich damals bei Chicago immer gemacht habe, da gibt es eine Zugbrücke, die sich nach oben zieht und wenn man da volle Kanne drüber fährt, und dann wenn das Auto stillsteht, gilt das als Stand. Na, leck mich doch. Und das heißt, man kann dann aussteigen, man ist am Boden und man kann sehen, wie das Auto weiterfliegt. Neue Bullen, keine anderen Hobbys heute. Ach, mach doch kein Theater hier. Ein Slalom fahren. Ja, die Atmosphäre wurde wirklich gut eingefangen. Ist immer noch hinter mir, du nervst. Verzieh dich doch. Jetzt nicht so in das Zeugs hereinrasen würde. Ja, halte doch die Klappe. Wer von den Flüchten? Ich will flüchten! Oder so. An das Auto. Explodieren tun sie schon mal nicht. Nee, nee. Und ihr seht, als Zivilist auf den Straßen können wir einfach ein neues Auto nehmen und haben die Strafakte quasi getilgt. Jo. Ja, es macht wirklich Spaß. Das Spiel macht enorm Spaß hier. Ach, ist das Stahlsinn, das ich meine? Ach, leck mich doch. Habe ich es jetzt doch noch gefunden? Ich dachte, es wäre mehr so in der Prärie draußen. Naja. Gut, kommen wir da irgendwie herein? Ich fahre mal rundherum. Ich fahre mal rundherum. Man kommt da hinein. Man kommt da wirklich hinein. So. Lass sie mich rein. Irgendwie kommt man da hinein. Das weiß ich zu hundertprozentig. Das habe ich damals immer gemacht. Bin immer ins Stadion hinein. Aber wie? Komme ich da hinein? Eintrittskarte brauche ich keine. So nicht. Ja, wir sind ja schnell zu Fuß, also klappe ich das mal ab. Hier lang? Nö. Nö. Niente. Ja, wenn es so wackelt, das ist Grafik von dazumal. Wirklich wahr. Geht hier rein.
Auch nicht. Hier, nee. Hier auch nicht. Irgendwo kann man rein. Ah, ah. Was ist hier? Was ist hier? Auch nichts. Ja, entschuldigt, aber das will ich jetzt noch ausprobieren. Ich hätte schon einmal um das Ganze herum. Könnte das sein? Sonst nehme ich eben ein Auto und na, hineinpreschen kann man eh nicht. Aber ich kann hier irgendwie versuchen, doch noch hinein zu gelangen. Hier nicht. Hier auch nicht. Nehmen wir mal ein anderes Auto. Könnten wir eigentlich. Ein Chevy. Hey, genau. Hey! Gar nix. Auch nix. Da vielleicht? Ich glaube, ich weiß wieder wo. Da nicht. Da nicht. Ich glaube, ich weiß es wieder wo. Wo war es? Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, aber gestern ist so lange her. Moment. Wo ist dann die große Eingangstür? Die suche ich. Da. Mach dir auf. Ich will da rein. Mann, wie kommt man da schon wieder rein? Muss man da nicht auch irgendwie wieder so ein Tor öffnen? Dann schau ich mal, wo das ist. Den Schalter. Kein Schalter. Das Auto hole ich noch. Das verspreche ich. Irgendwo kann man da rein. Hier waren wir, glaube ich. Kein Schalter in Sicht. Keiner. Mensch, Meier. Hey, Moment. Habe ich irgendwie hinter den Zeugs hier? Nee. Nö, mach's alles kaputt. Das wäre was. Oh Mensch, Meier. Ich weiß, dass es da reingeht. Das weiß ich.
über 100%. Ja, ich versuche es jetzt trotzdem nochmal. Ihr seht, von da kommen wir her, das ist das blaue Generatorteil. Dann geht man hier hinten durch, rechts hier ist eine kleine Rampe. Für die Rampensäue, Schweine. Dann geht es hier runter. Das mit dem Stadion zeige ich euch gleich noch richtig. Denn Stadion stimmt schon, aber eben. Und, haha. Den lassen wir mal runter. Und dann nehmen wir den. Mini Cooper. Es geht nach oben. Wir sind draußen. Schön. Und mit dem kann man auch retten. Wie nix. Platz da. So macht's doch Spaß. Gut, wir sehen uns gleich wieder eben in Chicago. Bleibt dran. Chicago bei Tag. Karte. Und irgendwo sollte ein großes B sein. Glaube ich das. Oder ist sonst noch irgendwo ein B? Gut, dann geht's geradewegs nach Norden. Gut. Übrigens, ihr habt vielleicht unten links gesehen, kein Film mehr. Ja, das Spiel nimmt laufend auf, aber das lässt es vorneweg mit, denn man kann, wenn man wirklich gut spielt, mit sich Karacho liefert mit den Bullen, kann man es aufzeichnen und im Filmeditor schneiden. Was man dann damit alles machen kann, fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Man konnte wahrscheinlich dazu mal die Speicherstände tauschen oder Filme teilen, ich weiß es nicht. Facebook und Internet gab es damals sowieso noch nicht in der Form, wie wir es heute kennen. Ich suche jetzt mal das Stadion. Ja, ihr seht. Geronimo! Hei, hei, hei. War das schön. War das schön. Ich bin jetzt nicht ausgestiegen, denn ich will euch ja was zeigen. Der Rasen, ja, es ist schon mehr Platz als in anderen Kulturen, anderen Straßen. Gut, weiter Richtung Norden. Schön. Man könnte stundenlang herumcruisen, es macht einfach Spaß und mit der bewährten Driver-Mechanik kann man ihre Stunts machen, cruisen und so weiter. Was leider bei Parallelines, ja, habt ihr die Felgen gesehen, die wegdashen, wegkullern. Ja, Driver Parallelines, leider absolut verkorkste Steuerung auf der Wii. Leider, leider. Was will man machen? So, wo ist jetzt das B? Das B steht für Stadion. Ja, ja. Beim Stadion in Chicago gibt es einen versteckten Karren. Einer von vielen. Aber wo ist das jetzt? Ah, weit oben, weit oben, weit oben. Ich gehe mal auf die Autobahn. Ja, ja, Geldtransporter. Da ist eh nichts drin, das weiß ich. Ich gehe mal auf die Autostraße, auf die Autobahn oder wie man es im Resten von Europa sagen will. Gut. Links durch. Nach oben. Hey! Fahr doch nochmal. Ja. Es ist nicht, dass das Spiel eine blöde Steuerung hätte, es ist halt der Driver-Stil. Wie man es einfach kennt vom ersten Driver her. Heißer Sack. Nee, 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 nee.
bullen soll mich gar nicht bemerken. Gut, weiter Richtung Norden. Wenn es mal ein bisschen langsamer wird, das liegt einfach am Spiel. Das war damals so. Wenn viel los ist auf Bildschirm, dann wird geladen, geladen und die Framerate sinkt. Das ist so. Im echten Leben mag ich die Bullerei ja mehr oder weniger. Aber hier sie gar nicht gehen. Schubus, du. Ist wie gerufen. Ja, da die Polizei hier im Metier kommt, die auch mal ein bisschen abschütteln. Sie nicht so klug wie. Ja, wie gesagt. Seht, sie fahren das Zeug hinein. Oh Mann. Ah, dann ramm ich halt. Freude daran hast. Eieiei. Deppet mir bloß nicht das Auto. Ich warne euch. Sonst werd ich böse. Weiß schon nicht, wie der umgeht. Keine Sorge. So, das Auto wechseln, denn wenn ich ein Auto habe und die zerdeppen mir das, bin ich am Arsch. Das Auto wechseln. Ja, ja, das Spiel hat eine kleine Mühe mittlerweile. Weiß nicht warum, aber macht er nichts. Na, wo ist... Hahaha, ich bin fast da, ich bin fast da. Ihr seht also den Blut auf dem Boot. Das Stadion. Ja, man kann nicht aussteigen während der Fahrt. Nee. Gut. Und jetzt? Sollte hier was sein. Gut, ich bin jetzt auf der falschen Seite. Dann auch noch. Oh Mensch. Was da rein? Polizei, kann ich nicht genügend. Kann ich die davon rasen, ohne dass sie mich ertappt. Und weiter geht's. Aha. Meine überhöhte Geschwindigkeit, das macht noch nichts. Gut. Ah, jetzt kann ich ab der Autobahn. Das ist gut. Der Highway. Die heißen ja Highways. In Amerika. Amerika. Nee, es sind keine Lieder. Das ist hier das Spiel. Gut. Da oben könnt ihr mich mal. Ja, seit wann sprechen die Deutsch in Chicago? Das ist ja mal was ganz Neues. Gut. Ich brauche ein Auto, denn ich will nicht, dass mich die Pots hier. Ach komm schon, Tenor. Coole Schlitten hier. Mann. Gut, auf zum Stadion. Und da gibt's keinen Druckschalter wie in Havanna, sondern was anderes. Ja, Kurs an mir vorbei. Ich hab Rot. Ist ja Stadion, das braune, ja. Kommt schon, ihr elenden Bullen. Ja, fahr an mir vorbei, genau. Gut. Nordseite hier soll was sein. Ich gehe mal zu Fuß. Jogging. Ja, ich mache ja Jogging. Gut, an der Nordseite. Wir müssen an die Nordseite. Ja, Mann, das verpixelt, das nervt. Ich kann da nichts dafür, ganz ehrlich. Ich meine, Flachbildschirm. Und PlayStation 3 und PlayStation 1 für
Vielleicht juckt sich das mittlerweile. Die schöne Detail, die Parkuhren, aber ich will auf die Nordseite. Dann sollte hier was sein, irgendwo. Sollte hier sein. Hier. Seht ihr das? Tickets. Drücken. Und auf geht's. Gut. Immer Hot Dogs. Nö, ich will keine Hot Dogs. Gut. Hey! Ich will. Oh, du musst nicht an mir vorbeirasen. Du Depp. Ich kann jetzt alles wieder laufen. Das kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Wie in Grand Theft Auto. Such mal ein Auto. Kommt keins. Hey, Moment. Brav. Braves Auto, brav. Hey, willst du halten hier? Hey, genau, hey. Da wir eh am Norden sind und am Südzipfel müssen. Hier lang. Und hier lang. Dann hier. Da rein. Auf die linke Seite. Hört ihr das? Ja, niemand spielt und trotzdem fehlen die. Gut. Mit dem Auto kommen wir hier nicht weiter, wir müssen zu Fuß. Hi Fans! Ja, so stelle ich mir das vor, meine allen Abonnenten und Fans auf Facebook und YouTube von Let's Play Ben. Ein Stadion für uns, für mich. Nee, für uns natürlich. Und jetzt geht's hier weiter. Wie in Havanna. Ey Mann, der Pixelmatsch hier. Geht's hier runter. Ja, das wird immer schöner hier. Komm schon. Alter Schwede. So. Ist nicht viel. Und was haben wir hier? Sportauto. Sportflitzer. Und schon kaputt. Nee. Yes! So macht das Freude. Und wir cruisen. Und fahren in alles hinein. Bitte auch noch ohne Lack und Leder. So. Das leckt hier so. Gut Leute von heute, wenn es gefallen hat. Ich denke, also mir hat das jetzt gefallen, auch wenn es vielleicht nicht den Anschein hatte. Doch mir hat es wahnsinnig gefallen, dieses Spiel nach über 10 Jahren wieder mal zu spielen. Das war wie damals. Heute noch, zum Glück. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch bei YouTube. Bitte abonniert mich, Let's Play Ben. Danke fürs Zuschauen. Danke für alles. Und bis zum nächsten Video. Bis dann und tschüss.